Hans und Grußchen, so grüßt man gut, Freunde, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu der Vorstellung der Metapher in unter einer Minute. Metaphora kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Übertragung. Bei den Metapher werden Wörter aus ihrem eigentlichen Kontext entnommen und um so ohne Vergleich irgendetwas besser zu beschreiben, es anschaulicher darzustellen. Je nach Vorwissen des Lesers ist die Wirkung natürlich leichter oder schwerer zu verstehen, aber bei Prosatexten hat der Autor dem Leser die Möglichkeit gegeben, etwas leichter und anschaulicher eben zu verstehen. Und bei der Lyrik wird die Metapher verwendet, um dem Leser zum Denken anzuregen, etwas unterhaltsam und einprägsam zu gestalten. Beispiele aus dem Alltag sind Leitfaden, Flaschenhals oder die Nadel im Heuhaufen suchen. Das war die Metapher, weitere Stilmittel kommen natürlich sobald und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bis dahin die Linke zu Gruß, haut's rein, Freunde!